Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen uns Sorgenpakete das Leben schwer machen. Wir liegen nachts im Bett und das ganze Räderwerk in unserem Kopf ist in Bewegung. Wir dürfen unsere Sorgen auf Jesus werfen, damit wir frei werden von allen Lasten. Er hat sie am Kreuz getragen und wir müssen das nicht selber tun. Der Mensch als Individuum besteht aus Geist, Seele und Leib. Und meist liegt das Augenmerk auf unserem Leib, weil wir den mit unseren Augen sehen. Und er ist uns sehr präsent. Unser Äußeres macht Eindruck oder auch nicht. Durch unseren Körper können wir uns darstellen. Und wir sehen Veränderungen, welche Ursache das auch immer hat. Unsere Seele dagegen bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit, obwohl sie eine große Auswirkung auf das hat, was uns einmal begegnen wird. Was in unserer Seele vor sich geht, ist sehr versteckt und niemand sieht es. Niemand kann in deine Seele hineinschauen, was sich da tut. Und wir können vieles vortäuschen. Doch letztendlich kommt es darauf an, wie es wirklich ist. Matthäus 10, Vers 28. Und da steht, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Niemand kann deine Seele töten. Sie besteht aus Verstand, Wille und Gefühle, deinen Emotionen. Und der Zustand deiner Seele hat aber eine große Auswirkung in deinem Leben. Der Zustand deiner Seele wird einmal beurteilt werden von Gott. Ist uns das bewusst? Es ist daher sehr wichtig, dass unsere Seele unter der Herrschaft Gottes ist, im Einklang mit Gott, Verstand, Wille und Emotionen im Einklang mit Gott. Und das ist so wichtig, weil Gott das einmal beurteilen wird in unserem Leben oder nach unserem Leben auch. Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, kommt her zu mir. Alle ihr Mühseligen und Beladenen, ich will euch Ruhe geben. Mühsal und beladen, ja, das können wir uns sehr gut vorstellen. Das gehört in den Bereich der Seele, Mühsal und beladen. Und egal, mit was du beladen bist oder mit was du Mühe hast, es belastet dich, es bedrückt dich. Du trägst eine Last mit dir herum, die niemand sieht. Vielleicht hast du sogar ein Lachen auf dem Gesicht, während es in deiner Seele sehr schlimm aussieht. Und an anderer Stelle spricht er von Frieden. Da heißt es, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Gebe ich euch. Die Welt kann uns keinen Frieden geben, aber Jesus schenkt uns seinen Frieden. Er schenkt uns Frieden für unsere Seelen, für unser Leben. Wenn du Frieden hast, dann ist deine Seele ruhig. Diese Erfahrung hast du vielleicht auch schon gemacht. Wenn der Friede in unser Herz kommt, ist alles andere nicht mehr so schlimm. Körperliche Krankheiten und Schmerzen stehen oft im Vordergrund.
Und doch kann manchmal auch unsere Seele die Ursache von körperlichen Schmerzen sein. Und man nennt das psychosomatische Beschwerden. Beispiel: Es gibt Zeiten in unserem Leben, in denen uns Sorgenpakete das Leben schwer machen. Wir liegen nachts im Bett und das ganze Räderwerk in unserem Kopf ist in Bewegung. Und das kann verschiedene Auswirkungen haben für unser Leben. Schlaflosigkeit, Unruhe, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und zuletzt kann es in Depressionen führen. Wir fühlen uns in eine dunkle Blase versetzt und kommen nicht heraus. Und ein weiteres eindrückliches Beispiel ist Ärger. Jeder von uns hat sich schon geärgert und das wird auch wohl auch so bleiben. Schwierig wird es, wenn wir diesen Ärger nicht losbekommen. Permanenter Ärger schadet uns und erst recht, wenn es ein permanenter, unterdrückter Ärger ist. Es entsteht ein großer Druck in unserer Seele und irgendwann entlädt sich das in körperlichen Beschwerden. Zum Beispiel die bekannte Aussage, das ist mir auf den Magen geschlagen. Appetitlosigkeit oder auch das Gegenteil, Esssucht. Man stopft alles in sich hinein, um einen Druck loszuwerden. Oder man isst gar nichts mehr, um diesem Druck irgendwie Luft zu geben. Unwohlsein oder dann auch Magengeschwüre, Herzrasen, Bluthochdruck oder andere Beschwerden kann das auslösen. Unserem Seelenleben schenken wir oft gar keine Aufmerksamkeit oder oft erst dann, wenn es körperliche Auswirkungen hat. Und die Bibel gibt uns dazu guten Rat. Matthäus 6, Vers 28. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Das ist eine gute Frage. Was bringt uns das Sorgen? Es nützt gar nichts. Es kann uns sogar krank machen. Und hier weist uns die Bibel darauf hin, wir können keinen Augenblick, keinen Moment in unserem Leben hinzufügen, wenn wir uns sorgen. Es nützt uns überhaupt nichts. Matthäus 6, Vers 34, da steht, so seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also, sorge nicht um den morgigen Tag. Und wir sollen uns auch nicht um unsere Zukunft sorgen. Die Gedanken, wie soll das weitergehen? Wie soll das werden? Wo soll das enden? Das sind die Dinge, die wir vor uns herschieben und wo wir uns Sorgen machen für die Zukunft. Wirf deine Sorgen ans Kreuz, so steht es auch in 1. Petrus 5, Vers 7. Wir dürfen unsere Sorgen auf Jesus werfen, damit wir frei werden von allen Lasten. Er hat sie am Kreuz getragen und wir müssen das nicht selber tun. Wir dürfen es ablegen, abgeben, abwerfen. Und lass alles los, was dich belastet. Jesus hat eine Lösung dafür. Er hat uns das ermöglicht, indem er den Sieg errungen hat am Kreuz von Golgatha. Für uns, für dich und auch für mich. Unsere Seele besteht aus Verstand, Wille und unseren Gefühlen, wie ich schon sagte. Und dazu gehört auch unser Denken. Unsere Gedanken spielen auch eine große Rolle für unsere Gesundheit. Alles entsteht aus einem Gedanken. Und die Frage ist,
Verwerfen wir ihn oder lassen wir ihn zur Tat oder Auswirkung kommen? Wenn du einen negativen Gedanken hast oder Sorgengedanken, ist die Frage, wie gehst du damit um? Lässt du ihn wachsen, diesen Gedanken, und verinnerlichst ihn oder wirfst du ihn gleich ans Kreuz? Wie schnell ist auch etwas gesagt, was uns später leid tut? Sprüche 18, 20 und 21. Was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück. Sei es nun gut oder schlecht. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Negative Aussagen oder Festlegungen können uns unser ganzes Leben lang behindern. Worte haben Macht. Gedanken haben Macht. Wir sollten das nicht unterschätzen, was wir denken, was wir unseren Gedanken freien Lauf lassen oder was wir reden. Negative Worte blockieren Gott beim Handeln oder zum Handeln. Zum Beispiel eine Aussage wie: Meine Mutter hatte Arthrose, ich bekomme das bestimmt auch. Solche Aussagen hört man öfter in verschiedensten Variationen. Und das ist eine Aussage und eine Festlegung, die steht. Worte haben Macht, haben wir gelesen. Und dass es auf dich zurückfällt. Und unter diesem Aspekt ist es sehr wichtig, was wir sagen. Schon im Alten Bund war es so, und Gottes Wort gilt immer noch, und das hat sich nicht geändert. Die Israeliten damals lehnten sich auf gegen Gott, und der Herr sprach zu Mose und Aaron in 4. Mose 14, 28. Darum richtet ihnen aus: Ich habe genau gehört, was ihr gesagt habt. Ich schwöre, so wahr ich lebe, dass ich euren Wunsch erfüllen werde. Und das war kein guter Wunsch der Israeliten. Denn sie murrten und klagten Gott an. Und Gott hat es gehört. Darum irrten sie in der Wüste umher und erreichten nicht das gelobte Land. Gott hört. Und Gott hört auch, was du sagst. In Markus 11, Vers 23 steht eine wichtige Aussage. Und da heißt es: Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Und hier geht es auch darum, was wir sprechen. Wir überlesen das gerne, was da steht, aber das ist immens wichtig. Es heißt: sondern glauben, dass geschieht, was er sagt. Und da bist du gemeint. Glaubst du, was du sagst? Glaubst du, was du betest? Wenn du nicht zweifelst und glaubst, was du sagst, wird es werden. So steht es hier. Und da sind deine Sorgenberge gemeint, die verschwinden werden. Wir haben gelesen, wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Da sind deine Sorgenberge gemeint. Du kannst ihnen entgegentreten durch das, was du sagst. Wenn du glaubst, was du sagst, was du betest. Und zurück zu unserem Beispiel. Eine Aussage wie: Meine Mutter hatte Arthrose, ich werde das bestimmt auch bekommen. Was denkst du, was das für Auswirkungen hat? Entmachte diese Aussage, indem du aussprichst, dass du von jeder Erbkrankheit abgeschnitten bist durch das Blut Jesu. Keine Erbkrankheit hat Macht über dich,
weil Jesus jede Krankheit am Kreuz entmachtet hat. Worte haben Macht. Rufe nicht Dinge herbei, die Jesus besiegt hat am Kreuz. Auch Gedanken haben Macht. Falsche Gedanken, wie zum Beispiel, ich bin nichts wert, keiner mag mich, Selbstanklagen, trübe Gedanken. Sprüche 17, Vers 22. Ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Solche Gedanken machen uns krank. Vertrauen auf ihn, das bringt gute Besserung. Römer 5, Vers 5. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Hoffnung auf Gottes Verheißungen, das ermutigt uns. Die Liebe Gottes verändert alles und sie trägt uns durch. Die Liebe Gottes in unserem Herzen. Erstaunlich, was David sagt im Psalm 141, Vers 3. Bestelle, Herr, eine Wache für meinen Mund, Wache über die Tür meiner Lippen. Ist das nicht interessant? Schon David hat genau verstanden, auf was es ankommt. Und das sollte auch unser Gebet sein. Bestelle, Herr, eine Wache an unseren Mund, eine Wache an unsere Seele, an unsere Gedanken. Für unseren Verstand, unseren Willen, unsere Emotionen. Und Johannes schreibt in seinem dritten Brief, Vers 2, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Gesundheit hängt auch mit unserer Seele zusammen. Wenn es deiner Seele nicht gut geht, hat das Auswirkungen. Wache über deine Seele. Schau, dass deine Seele gesund ist. Dein Verstand, dein Wille und deine Emotionen. Wie macht man das? Die Frage ist, wie gehe ich damit um, wenn Verstand, Wille oder Gefühle negativ attackiert werden? Wir können uns nicht davor schützen und das wird auch immer wieder passieren. Wir stehen alle mitten im Leben. Und was in unserer Entscheidung liegt, ist, wie wir damit umgehen. Jesus weiß genau, wie wir uns fühlen nach Attacken. Er hat es selber auch durchgemacht. Er wurde verlacht und verspottet, geschlagen, missverstanden, angeklagt, als Belzebub bezeichnet und er musste seinen Willen dem Vater unterordnen. Letztendlich hat er das Kreuz auf sich genommen und sein Leben gelassen. Wozu? Dass du alles nicht mehr auf dich nehmen musst. Dies alles, was er getragen hat. Dass deine Seele gesund sein kann. Alles, was du erlebst, ist schon am Kreuz durch Jesus. Verletzt, missverstanden, missbraucht, missachtet, angeklagt, Schuldgefühle, hintergangen, geschlagen oder was auch immer. Alles, was dir passiert ist, ist schon ans Kreuz getragen. Alles kannst du loswerden, wenn du möchtest. Es gibt ein altes Lied, in dem es heißt, am Kreuz ist noch Raum für dich. Die Realität ist das, was du erlebt hast. Aber die Wahrheit der Bibel ist, am Kreuz ist noch Raum für dich.
An diesem Kreuz kannst du abladen. An diesem Kreuz wirst du alles los, was deine Seele beschwert oder krank gemacht hat. Manche Dinge muss man aufarbeiten und es ist ein Prozess. Zum Beispiel, wenn es um Vergebung geht. Aber es ist wichtig, dass man loslässt. Entscheide dich, sie abzugeben. Indem du sie abgibst, lässt du sie los, und zwar abgibst ans Kreuz. Es gibt einen Unterschied zwischen Realität und Wahrheit der Bibel. Realität ist, wenn du verletzt wirst oder wurdest von Menschen. Die Wahrheit der Bibel ist, dass Gott dich heilen will. Er will dich völlig wiederherstellen, und zwar an Geist, Seele und Leib. König David hat das auch schon gewusst. Der Psalm 25, den er geschrieben hat, passt sehr gut zu unserem Thema. Ich möchte zwei Verse zitieren, Psalm 25, 16 und 17. David sagt da: Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Die Enge meines Herzens mache weit und führe mich heraus aus meinen Bedrängnissen. Sieh mein Elend an und meine Mühsal. Das können wir doch auch manchmal so sagen. David hatte damals noch kein Kreuz, an dem er abladen konnte, da Jesus ja noch nicht da war, aber er hat alles zu Gott gebracht und suchte seine Hilfe dort. Und im Vers 20 sagt er: Bewahre meine Seele und rette mich, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich berge mich bei dir. David hatte das verstanden, dass es nur einen Weg gibt, um unsere Seele zu bewahren, sich bei Gott zu bergen. Jesus möchte deinen Schmerz heilen. Er möchte deine Seele heilen. Jesus hat niemand weggeschickt, der zu ihm kam. Es ist wichtig, dass wir eine reine Seele haben, ein reines Gewissen, reine Gedanken und ein reines Herz. Und wenn das so ist, dann zeigt sich das auch nach außen und auch an dem, was wir sagen. Jesus hatte einmal mit Pharisäern ein heftiges Gespräch, wo es genau um das ging. Die Pharisäer wollten angesehen sein bei den Menschen und so benahmen sie sich auch. Und Jesus verglich ihr Leben mit einem Becher, der außen schön poliert ist, innen aber voll Unreinigkeit. Matthäus 23, 25 und 26. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, inwendig aber sind sie voller Raub und Unenthaltsamkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Inwendige des Bechers, damit auch sein Auswendiges rein werde. Und Vers 28. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Jesus nimmt diese Scheinheiligkeit sehr ernst und verurteilt sie. Wir können unser Leben, was hier mit einem Becher verglichen wird, sehr schön polieren. Doch das hilft uns nichts, wenn das Innere verschmutzt ist. Und wie bekommen wir nun diesen Becher von innen sauber? Indem wir ihn ausleeren. Nicht einfach so oder jemand vor die Füße kippen. Jesus hat uns einen Platz geschaffen, an dem alles abgekippt werden kann. Und dieser Platz ist verbunden mit Vergebung, die wir brauchen. Vergebung für alles, was wir falsch gemacht haben. Vergebung, dass unser Inneres frei wird von allem, was uns verschmutzt. Wir alle brauchen diese Vergebung. Jesus sprengt auch alle Ketten, die dein Leben binden. Ketten, die dich festhalten und die dich hindern.
Wenn du frei werden willst, gibt es nur einen Platz, an dem diese frei werdende Kraft mächtig ist. Komm zu Jesus. Er macht frei von allen Fesseln der Gebundenheit. Am Kreuz ist noch Raum für dich. Dort wirst du frei. Dort werden deine Fesseln gelöst. Dort wird dein Inneres gereinigt. Und dort wird auch deine Seele heil. Probiere es aus. Amen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Kennen Sie schon das kostenlose Magazin zur Sendung? Mit hilfreichen Artikeln für Ihr Leben und vielem mehr. Lassen Sie sich jeden Monat neu inspirieren. Jetzt einfach gratis beim Missionswerk bestellen. Hallo und herzlich willkommen zu Gebet für dich live. Schreibt uns gern oder ruft uns an. Wir beten gern für euch. Ich danke dir dafür, dass wir bitten dürfen und dass wir zu dir rufen dürfen. Ein Gebet ist einfach mit Gott zu reden. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.